think the way to explore this piece is to come to it with a totally open mind. It's an odd piece. It's a romantic comedy, but it's as though Jean Genet and Monty Python are stuck in a budget hotel and they write a romantic comedy. So it's surreal, it's dark, it's very funny, and probably unlike anything you've ever seen. We're in a kind of budget hotel run by a woman called Madama Brillante, and she is the owner and she does everything. And then there's a couple aristocrats staying there, and then an Italian tourist, and then a bourgeois business guy. And all these people are stuck in this leisure limbo hotel space. The character of Summers is the bourgeois traveling businessman who all of us recognize from staying in hotels. And then when we started working on it, discovering what a proud character he is and how obsessed within this environment he becomes with creating a project out of taking care of Livia, this girl that he starts fixating on and thinking that he needs to be her savior and rescue her from this horrible place. I would also say that I know Theo and had worked with him before. And so when I started looking at this piece and was looking at the ensemble here, I thought, oh, Theo would really make this role into something because he's such a fabulous physical performer, great voice, and I think he delivers a real wild take on this guy. Obwohl diese Oper ziemlich lustig ist und dass es eine Komödie ist, Summers ist eigentlich eine der tragische Rolle. Der ist ziemlich erfolgreich als Geschäftsmann, aber der hat keine Liebe in seinem Leben. Der ist ziemlich unsicher und dadurch will er viel über ihn selbst reden. Der ist ein egoistischer und narzisstischer Typ. So ein gutes Beispiel von die Herausforderung des Musiks und auch zusammen mit Schauspielen, besonders in der zweiten Aria, klettere ich viel überall. Und ich muss immer Aufmerksamkeit haben, was ich genau in jeder Situation und jeder Phrase tue, um nicht die Phrasierung oder die Stimme zu verlieren. This hotel for me is more of an abstraction of a hotel. And it was interesting to start working on this production with my collaborators during the lockdown. So we just would meet on Zoom every Thursday, and Zoom became its own kind of limbo space, abstract limbo space outside of time where we would all meet. You know, if we had done this piece at another time, it could have gone in a totally different direction. But for us, it's really a piece about our now, right now, and the desire to break loose, believe in the impossible, have a little fun. Ich mag eigentlich mit Regisseuren zu arbeiten, die sich für die Musik interessieren. Und ich mag diese Art von
vom Tennisspiel zwischen Regisseur und Dirigent. Also besonders mit so einem Stück müssen die Proben lustig sein irgendwie. Wir müssen Spaß in der Probe, in dem Proberaum haben, und das haben wir ganz viel. Es ist ein Stück mit viel Humor, aber trotzdem gibt's komplizierte Sachen im Stück, musikalisch, rein musikalisch meine ich. Zum Beispiel die zwei Finales. Die quasi ein Modell für die Finales, die Mozart später komponiert hat, sind. Also wir hören zweimal das genaue Hauptthema von der Zauberflöte-Ouvertüre. Das Stück ist uns schon bekannt, obwohl wir es nicht wissen. Es ist ein tolles Stück, das Theater wieder zum Leben zu bringen. Und deswegen freuen wir uns, das mitzuteilen.